So, wir stehen jetzt hier an der neuen Triumph Explorer 1200, einer Reise-Enduro, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat, nämlich mit einem riesigen Dreizylindermotor. Aber das weiß alles viel besser der Uli Bonsels von Triumph, und der wird uns jetzt ein bisschen erzählen, was so die technischen Features dieser neuen Triumph sind. Uli. Ich werde es versuchen, danke Michael. Also es handelt sich, wie du gerade schon gesagt hast, um eine komplette Neuentwicklung im Reise-Enduro-Segment. Feiert heute Weltpremiere hier auf der EICMA. Wir sind sehr stolz auf dieses Motorrad, weil es für uns einen Schritt in ein ganz neues Marktsegment bedeutet. Wir sehen hier, Michael hat es erwähnt, den 1215 Kubik Dreizylindermotor mit 137 PS Spitzenleistung, 121 Newtonmeter Drehmoment. Das Bemerkenswerte an dem Motor ist, A, es ist eine komplette Neuentwicklung mit Kardan, wie man sieht, und B, ist dieser Motor sehr auf einen gleichmäßigen Drehmomentcharakter hinausgelegt. Man hat ab knapp über 2000 Umdrehungen bis zum Begrenzer permanent 100 Newtonmeter anliegen. Dann gibt es ein paar neue Features, die auch für Triumph komplett neu sind. Wir haben hier zum ersten Mal ein Fly-by-Wire-System eingesetzt. Das heißt, die Drosselklappen werden nicht mehr mechanisch über Gasseilzug betätigt, sondern über einen elektrischen Stellmotor. Und in Kombination mit diesem System lassen sich natürlich so wunderschöne Sachen wie eine Traktionskontrolle einbauen, die Tiger bereits serienmäßig ab Werk hat. Was gibt es noch zu sagen? Serienmäßig natürlich ein ABS der neuesten Generation, für den Offroad-Betrieb auch abschaltbar. Die Traktionskontrolle besitzt übrigens zwei Stufen. Eine Stufe für den Straßenbetrieb und eine Stufe für den Betrieb abseits befestigter Wege. Den Kardan-Antrieb hatten wir schon erwähnt. Den haben wir zwar schon zum ersten Mal bei der Rocket verwendet, aber hier in einem ganz neuen Layout. Das Klientel, das solche Motoren bewegt, legt halt auf dem wartungsarmen Endantrieb sehr viel Wert. Wir haben es umgesetzt. 20 Liter Tankvolumen, 19 Zoll Vorderrad, 17 Zoll Hinterrad, Schlauchlosräder auf Gussfelgen, wie man sieht. Also insgesamt ist dieses Paket sehr stark auf, der Name sagt, Explorer, also auf den Adventurer-Bereich, Reisetauglichkeit abgestimmt. Also das war jetzt sehr ausführlich. Was wird denn diese Maschine kosten? Weil da gibt es einen Platzhirsch, ich glaube, der heißt R1200 GS von BMW. Die kostet so ungefähr 13,5, wenn ich es richtig weiß. Wo stehen wir denn bei der Triumph? Also die Preise stehen noch nicht fest für das Motorrad. Die werden Anfang 2012 kommuniziert. Aber wir werden ausstattungsbereinigt, und Serienausstattung hat das Motorrad ja einiges mehr als die GS zu bieten, ausstattungsbereinigt werden wir versuchen, knapp unter der GS zu bleiben. Also ein harter Konkurrent für die jetzige noch luftgekühlte GS. Nächstes Jahr kommt eine wasserkühlte GS. Seid ihr denn da noch gerüstet? Gibt es dann ein Update oder verkaufen wir jetzt erstmal diese Explorer? Also ein Update nach einem Jahr ist da, glaube ich, noch nicht fällig. Und wir haben mit dem Konzept jetzt doch einen gewaltigen Vorsprung vor der GS, speziell was Leistung und Drehmoment angeht. Und ich denke, diesen Vorsprung werden wir auch, selbst wenn die GS mit Wasserkühlung kommt, noch ein bisschen halten können. Okay, vielen Dank, Uli Bonsels, über die neue Explorer. Dankeschön.